lese: Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im roten Kapitel, das heißt Medikamente bewertet und es geht um Medikamente von A bis Z. Und ich bin angekommen bei Aliskiren. Aliskiren bindet das Enzym Renin und hemmt seine Funktion im Organismus, die Blutgefäße zusammenzuziehen, wodurch der Blutdruck Aliskiren bindet das Enzym Renin und hemmt seine Funktion im Organismus, die Blutgefäße zusammenzuziehen. Warum da ein Komma zwischensteht, weiß ich nicht. Das ist, wie die das hier schreiben, ist eine einzige Unverschämtheit. Das Buch wirkt auf mich wie hingerotzt und nicht gekonnt. Wodurch der Blutdruck ansteigt. So. Es gibt nur mit Einschränkung geeignete Substanzen. Mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck, wenig geeignete Einzelsubstanzen, wenn geeignete Einzelsubstanzen nicht eingesetzt werden können. Bislang fehlen Studien, die zeigen, dass Folgeerkrankungen seltener auftreten oder die Sterberate verringert wird. Vergleichsstudien haben gezeigt, dass Aliskiren den Blutdruck wirksam senken kann. Ob auch Folgeerkrankungen des hohen Blutdrucks verhindert oder die Sterberate verringert werden können, ist noch nicht untersucht. Ebenso fehlen Untersuchungen für die Verträglichkeit bei einer Daueranwendung. Aliskiren ist deshalb bei Bluthochdruck mit Einschränkungen empfehlenswert und sollte erst gegeben werden, wenn die als geeignet bewerteten Mittel nicht eingesetzt werden können. Ups. Jetzt ist richtig. Wichtig zu wissen: Wenn Ihnen zu Beginn der Behandlung wegen des niedrigeren Blutdrucks häufiger schwindelig ist oder Sie sich müde fühlen, sollten Sie kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und keine Arbeiten ohne sicheren Halt verrichten. Bei 1 bis 10 von 10.000 Behandelten kommt es vor, dass das Unterhautgewebe anschwillt. Geschieht dies im Gesicht, an Lippen oder Zunge, drohen Atemnot und Erstickungsanfälle. Dann müssen Sie umgehend den Notarzt rufen. Wenn Frauen im gebärfähigen Alter den Wirkstoff einnehmen, sollten sie nicht schwanger werden. Während der gesamten Einnahmezeit sollten sie ein zuverlässiges Verhütungsmittel benutzen. Wenn Ihre Nierenfunktion beeinträchtigt ist, besteht die Gefahr, dass sich mit Aliskiren der Kaliumspiegel im Blut zu stark erhöht. Dies ist meist symptomlos. Anzeichen dafür können sein Muskelschwäche und ein verlangsamter Herzschlag. Wenn Sie Diabetes haben oder eine eingeschränkte Nierenfunktion und bereits ACE-Hämmer oder Sartane einnehmen, um den Blutdruck zu senken, dürfen Sie Aliskiren nicht zusätzlich anwenden. Weitere Wechselwirkungen sind möglich. Tabletten und Ketoconazol, in Klammern bei Pilzinfektionen, sowie Amiodaron, in Klammern bei Herzrhythmusstörungen, Claritromycin, Entromycin oder Tilitromycin, in Klammer bei bakteriellen Infektionen, und Verapamil bei Corona-Herzkrankheit oder hohem Blutdruck verstärken die Wirkung von Aliskiren. Der Blutdruck kann dann stärker absinken und es können auch vermehrt unerwünschte Wirkungen auftreten. Cyclosporin nach Organtransplantation bei rheumatoider Arthritis oder Psoriasis und Itraconazol-Tabletten bei Pilzinfektionen dürfen Sie nicht gleichzeitig mit Aliskiren einnehmen, weil dann das Medikament zu stark wirkt und ein hohes Risiko für unerwünschte Wirkungen besteht. Fruchtsäfte, in Klammern Apfel, Orange, Grapefruit, können die Aufnahme von Aliskiren ins Blut nachweislich verringern.
Sie sollten das Mittel deshalb nicht mit diesen Säften einnehmen. Sie sollten alles kriegen, sicherheitshalber auch nicht mit Gemüsesäften und Kräutertees einnehmen. Möglicherweise können auch diese Getränke die Aufnahme des Mittels verringern. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Mangels Erfahrungen sollten Kinder und Jugendliche nicht mit Aliskiren behandelt werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft dürfen Sie den Wirkstoff nicht anwenden, weil er das Ungeborene schädigen kann. Wenn notwendig, wäre Methyldopa eine denkbare Alternative. Auch in der Stillzeit sollten Sie Aliskiren nicht anwenden, weil unklar ist, ob es in die Muttermilch übertritt. Und es geht weiter mit Aliskiren und einem Diuretikum. Tschüss.